Heinz Krupke soll einem 11-Jährigen Drogen gegeben haben. Der Frührentner reagiert sehr sensibel auf Kinderlärm und ist auch sonst extrem empfindlich, was seine Privatsphäre anbelangt. Der aufgeweckte Nachbarsjunge Jonas stellte dabei die Geduld des Angeklagten immer wieder auf die Probe. Ruhe da! Verdammt nochmal! Am Halloweenabend klingelte Jonas mit seiner Freundin Michelle bei Heinz Krupke Sturm und verlangte Süßes oder Saures. Der bereits als Kinderhasser verschriene Angeklagte wollte jedoch nicht gestört werden und soll auf den Besuch der beiden Kinder sehr drastisch reagiert haben. Hat der 52-Jährige dem ahnungslosen Jungen anstatt Süßigkeiten tatsächlich einen Joint gegeben und ihn auch noch gedrängt, die Haschisch-Zigarette zu rauchen? Sie heißen Heinz Krupke, geboren am 5. November 1959 in Witten. Sie wohnen jetzt in Ingolstadt, Sie sind geschieden. Was machen Sie beruflich? Ich bin Frührentner. Seit meinem Bandscheibenvorfall kann ich leider nicht mehr arbeiten. Weil sich der Angeklagte von dem 11-jährigen Jonas Fritsch gestört fühlte, gab er diesem am Halloweenabend des 31. Oktober 2011 gegen 19.30 Uhr anstatt Süßigkeiten einen Joint, der ca. 0,1 Gramm THC enthielt, und forderte ihn auf, diesen zu rauchen. In der Annahme, es handelte sich um eine normale Zigarette, rauchte der Junge den vermeintlichen Tabak an Ort und Stelle zu Ende. Die Wirkung des Betäubungsmittels setzte recht schnell ein und Jonas Fritsch musste sich mehrfach erbrechen. Zudem war ihm so schwindelig, dass er stürzte und nicht mehr von selbst aufstehen konnte. Als seine Mutter ihn gegen 20 Uhr fand, war er bereits so unterkühlt, dass er eine Lungenentzündung erlitt. Der Angeklagte wird somit des unerlaubten Verabreichens von Betäubungsmitteln bei Minderjährigen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt. Strafbar gemäß § 223.1. Herr Krupke, soweit die Anklage. Wollen Sie sich dazu äußern? Tja, und ob? Erstmal ist es der Gipfel der Frechheit, dass ich hier sitzen muss. Ich bin schließlich das Opfer. Wieso sind Sie das Opfer? Warum? Weil Jonas lügt, dass sich die Balken biegen. Wo sollte ich wohl Cannabis herkriegen? Naja, da geht's schon mal mit los. Ihren Bruder zum Beispiel, oder? Der ist doch mehrfach vorbestraft wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ach, den habe ich doch gar nicht mehr gesehen, seit ich aus Witten weggezogen bin. Warum sind Sie umgezogen? Weil Sie direkt neben meinem Haus einen Kindergarten eröffnet haben. Und dieses Geplärre den ganzen Tag an Ohren, das ist zu viel für mich. Und war es an Ihrem neuen Wohnort dann ruhiger? Nee, aber ich habe gedacht, dass es da ruhiger wäre. Ich habe mir vorher genau die Gegend angeguckt. Kaum bin ich da eingezogen, müssen meine neuen Nachbarn heiraten. Sie bringt einen ganzen Stall voll Kinder mit, er hat welche, jetzt plären da fünf Blagen den ganzen Tag rum. Und ich habe gedacht, ich hätte meine Ruhe, nachdem ich meine Alte nach 25 Ehejahren endlich los war. Also ich sehe schon, das lief alles nicht so sehr nach Ihren Vorstellungen. Und ich denke mal, Ruhe waren Sie am Halloweenabend auch vergeblich gesucht haben, oder? Ach, Halloweenabend, wenn ich diesen Schwachsinn aus dem Amiland schon höre. Hat doch nichts mit deutscher Kultur zu tun. Kinder verkleiden sich, ziehen pöbeln und betteln durch die Gegend und belästigen die Leute. Da habe ich kein Verständnis für. Na gut, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das sich verkleiden und umherziehen so störend ist. Ach, haben Sie eine Ahnung? Die randalieren doch heutzutage bei diesem Halloween-Gedöns. Die haben doch alle keine Erziehung mehr. Haben die Kinder auch bei Ihnen geklingelt an dem Abend? Och ja, alle fünf Minuten. Süßes oder Saures. Aber ich hab dem Blagen nichts gegeben. War Jonas Fritsch eines dieser Kinder? Ja, das war so gegen 7, glaube ich. Schellt's auf einmal Sturm bei mir. Steht er mit so einem Mädchen bei sich vor der Tür. Und das ist so ein Problemkind. Das ist der Allerschlimmste in der Straße von diesem Belgern, seit die da hingezogen sind. Was der mich an Nerven gekostet hat. Wie haben Sie denn reagiert, als der Jonas und seine Freundin bei Ihnen vor der Tür standen? Ja, ich hab's erst mal stramm stehen lassen wegen dem Sturmschellen. Und dann habe ich denen die Tür vor der Nase zugeknallt. Und nein, ich habe Jonas kein Haschisch gegeben. Gibt doch für so einen Dreck kein Geld aus. Ja, das fehlt noch. Und dann noch Kindern geben. Ja. So weit kommt's. Nee. Genau so weit ist es gekommen. Ne? Ich meine, Jonas lag völlig fertig am Boden. Und Sie standen auf dem Balkon und haben sich köstlich amüsiert. Ja gut, ich hab mal kurz gegrinst. Aber nur, weil ich gedacht habe, das wäre seine gerechte Strafe dafür. Hm? Aber ich hab mir im ganzen Leben noch nichts zu Schulden kommen lassen. Noch nicht. Dann frage ich mich schon, was es mit der Anzeige da auf sich hat. Die Anzeige wegen Körperverletzung, weil sie ein Kind geschlagen haben soll. Eine Ohrfeige sollen sie ihm verpasst haben. Was war denn damit? Ach mein Gott, da ist mir die Hand ausgerutscht. Aber das Kind hat mich provoziert. Wie denn? Ja, wie denn? Ich habe im Park gesessen auf eine Bank und wollte einfach in Ruhe meine Zeitung lesen. Und dieses Kind läuft plärrend um meine Bank drumherum. Ich habe ihm dreimal gesagt, lass es sein. Ja, beim vierten Mal hat es dann eben geklatscht. Ja und, hat doch noch keinem Kind geschadet, wenn man ihm mal die Grenzen aufzeigt? Also Grenzen setzen ganz klar, aber nicht mit Gewalt. Und das sieht übrigens auch der Gesetzgeber ganz anders als Sie. Schon seit dem Jahr 2000 gibt es das sogenannte Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung. Und da steht unter anderem, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Tolles Gesetz. Weichei-Eltern verhätscheln ihre Blagen. Und was ist das Ergebnis? Einer wie Jonas. Das kommt also, dabei raus.
Gewalt gegen Kinder. Da haben Sie bei mir keinen Fürsprecher. Ja? Das ist in keinem Fall zu tolerieren. Man kann Kindern auch vernünftig Grenzen setzen. Ja, Ihre Grenzen, die waren ja längst überschritten von Jonas. Ne? Schon weit vor diesem Halloween-Abend. Und einen Abend vor, oder einen Tag vor diesem Halloween-Abend, da ging es ja wieder rund aus Ihrer Sicht. Ne? War wieder Lärm aus der Nachbarschaft. Zumindest haben Sie das bei der Polizei am Telefon behauptet. Da haben Sie sich darüber geklagt, Jonas habe Schellekloppen bei Ihnen gemacht. Er hätte Ihnen Laub im Briefkasten gestopft. Aber die Polizei hat Ihnen dann gesagt, dass sie Ihnen leider nicht helfen kann. Und das hat Ihnen nicht gepasst. Was haben Sie dann gesagt? Na ja, dann sinngemäß, ne, werde ich mich wohl selbst um die Angelegenheit kümmern müssen. Wenn das keine Ankündigung der Tat war, dann weiß ich aber auch nicht. Ach, so habe ich das doch gar nicht gesagt. Sie haben es genauso gesagt. Nee. Sie haben bei der 110 angerufen, da wird jedes Gespräch mitgezeichnet. Ja. Und diese Aufzeichnung haben wir. Ich würde am liebsten auch direkt mit diesem Mitschnitt weitermachen. Wir treten zudem in die Beweisaufnahme ein. Ich habe das schon mal auf die richtige Stelle zurechtgespult. Hören Sie sich mal an. Beschluss wird in Augenschein genommen, doch abspielen. Herr Krupke, wenn Sie sich von dem Jungen so gestört fühlen, versuchen Sie doch mal mit seinen Eltern zu sprechen. Hören Sie doch auf, was soll das denn bringen? Die haben den doch so verzogen. Tut mir leid, aber wir können in der Sache nichts mehr für Sie tun. Ja, wenn Sie meinen. Ja gut, wenn Sie mir nicht helfen, dann muss ich die Angelegenheit selber in die Hand nehmen. Das habe ich doch nur so in meiner Wut gesagt. Man ist doch total machtlos gegen diesen verzogenen Bengel. Wir haben Jonas sehr gut erzogen. Ich nehme an, Sie sind Jonas Vater? Ja, und der Typ da, der hat überhaupt kein Recht, so über meinen Sohn und über unsere Erziehung herzuziehen. Und Sie haben kein Recht, hier reinzureden. Genau. Jonas hat aber keine Erziehung. Und Sie hätten sich mal lieber um Ihre Ehe kümmern sollen, die im Bach runtergegangen ist. Was ist? Ihre Ex-Frau hat meinen Nachbar geheiratet, der selber drei Blagen hat. So klar, dass der Junge durchdreht. Nee, also beim besten Willen nicht. Ja? Es gibt durchaus Patchwork-Familien, die funktionieren wunderbar. Ja? Und Patchwork-Familien? Nein, es ist nicht immer das Beste, wenn die Eltern um jeden Preis zusammenbleiben, nur der Kinder wegen. Es gibt durchaus Fälle, wo man den Kindern damit keinen Gefallen tut. Patchwork-Familien, schon wieder so ein neumodischer Kram. Der funktioniert in meiner Nachbarschaft zu 100% nicht. Jonas ist doch total orientierungslos. Ja, mein Mandant will vielleicht eher sagen, dass er mit der neuen Familiensituation völlig überfordert war. Ich gehe im Übrigen davon aus, dass Jonas sich den Joint selbst besorgt hat. Genau so ist es. Ja. Die Frage, warum er sich den besorgt hat, ist doch auch ganz klar. Er wollte einfach draufgängerisch vor seiner neuen Freundin wirken. Er hat sich völlig überfordert, sodass er sich zum Schluss übergeben musste. Und als seine Mutter ihn dann gefunden hat und auch noch gerochen hat, dass er Gras geraucht hat, da hat er sich aus heiterem Himmel die Geschichte einfallen lassen. Den Joint, den hat er von meinem Mandanten bekommen. Da und warum, dafür gibt es auch nur eine Erklärung. Er wollte einfach keinen Ärger mit seiner Mutter haben. Noch Fragen? Ich habe keine Fragen. Den Angeklagten, nehmen Sie bei Ihrer Verteidigerin Platz. Ja. Dann hören wir uns den doch mal an. Denn Jonas Fürtsch, bitte, nachdem er 11 Jahre alt ist, alle Fragen bitte über mich zu stellen. Selbstverständlich. Hallo Jonas. Hallo. Setz dich doch mal hier vorne hin, bitte schön. Okay. Hallo Papa. Hey. Ist der aufgeregt? Nee. Warum sollte ich aufgeregt sein? Der da sollte ja aufgeregt sein, oder? Der ist ja der Böse. Naja, ob der Krupke der Böse ist, das wollen wir eigentlich erst einmal klären. Und dazu bist du ganz wichtig. Das, was du hier sagst, ist ganz wichtig. Und das Wichtigste daran ist, dass du nicht lügst. Schon klar. Also, du heißt Jonas Fürtsch, bist 11 Jahre alt, du wohnst in Ingolstadt, natürlich nicht verheiratet, gehst zur Schule. Auch logisch, verwandt, verschwägert mit dem Herrn Krupke? Nee, bin ich nicht. Also, es geht heute um den Halloween-Abend. Da bist du ja auch rumgezogen, oder? Verkleidet mit deiner Freundin, der Michelle Barth, stimmt's? Ja, ja. Von Tür zu Tür. Und Süßes oder Saures habt ihr da gespielt? Ja, das stimmt. Ich und Michelle hatten endcoole Vampirkostüme. Damit sind wir dann um die Häuser gezogen und haben Süßigkeiten gesammelt. Das war auch sonst super, weil so richtig gut kannte ich ja noch fast keinen in der neuen Nachbarschaft. Das heißt, ihr habt damals ja noch nicht lange dort gewohnt, hm? Nein, wir sind erst am Ende der Sommerferien dorthin gezogen. Mein Papa und meine Mama haben sich getrennt. Aber das ist okay. Die kümmern sich jetzt beide gut um mich und meine kleine Schwester. Und zum Glück streiten sie jetzt nicht mehr. Mhm. Das heißt, ihr seid zu deinem neuen Stiefvater ins Haus gezogen. Ja. Mhm. Und das war der Anfang vom Ende. Das Haus neben dem Herrn Krupke. Mhm. Ja. Und wie kommst du denn aus mit dem? Na ja, es gibt nettere Nachbarn. Er ist halt schon manchmal ziemlich fies zu mir. Mhm. Die anderen sind nett, die anderen Nachbarn. Ja, an Halloween haben auch alle gesagt, wie toll unser Vampirkostüm aussieht. Und haben viele Süßigkeiten gegeben, außerdem. Außer bei ihm, aber bei ihm habt ihr auch geklingelt? Ja, ich hab gedacht, er könnte mir ruhig ein paar Süßigkeiten geben. Da hätte wieder gut machen können, dass er mal gemein zu mir war. Du hast doch echt keinen Respekt vor Erwachsenen. Ich war nicht dreist und gemein, sondern er. Herr Krupke, bitte. Nee, ich glaube, ich muss Ihnen über das Früchtchen mal die Augen öffnen. Der rennt den ganzen Tag, brüllt durch die Gegend, fährt mit seinem Skateboard durch meine Blumen und schießt seinen Fußball in meinen Garten. Jonas ist ein Kind. Er spielt halt draußen, aber das macht er doch nicht mit Absicht. Ach, natürlich macht das mit Absicht. Schießt mit Absicht mit der Steinflitsche meine Scheiben kaputt. Neulich hat er mit wasserfester Farbe meine Hauseinfahrt beschmiert. So ein Quatsch, jetzt regen Sie sich mal wieder ab, ja?
Mensch, das hat doch die Schäden, hat doch die Versicherung hat doch alles übernommen. Außerdem habe ich gedacht, dass es nur Kreide wäre und dass es mit dem Regen wieder weggeht. Ach, du hast überhaupt nicht gedacht. Sonst hättest du vielleicht mal nachgedacht, dass es mich stört, wenn ich beim Abendbrotessen auf meiner Terrasse sitze und auf einmal fliegen die Wasserbomben rüber. Das war keine Absicht. Ich habe mit meiner Schwester eine Wasserschlacht gemacht. Ich habe doch auch sorry gesagt. Ach, aber sorry reicht nicht. Vor allem nicht, wenn das jeden Tag passiert. Naja, das ist nicht das, was ich mir eigentlich von Ihnen erhofft habe. Aber ich habe es jetzt extra mal laufen gelassen, weil es doch einiges klärt. Hm? Wie aggressiv Sie sein können, zum Beispiel Kindern gegenüber. Hm? Jetzt kommen wir mal zum Halloween-Abend trotzdem zurück. Ihr habt bei ihm geklingelt, beim Herrn Grubke. Aber hat er euch aufgemacht? Ja, und er war total nett. Ganz anders als sonst. Er hat gesagt, er hätte schon auf uns gewartet und dass er was ganz Besonderes für uns hat. Quatsch, ich hab dir die Tür vor der Nase zugeknallt. Nein, sie haben gesagt, wir sollen warten und sind wieder ins Haus rein. Hast du gesehen, was der Grubke dann im Haus gemacht hat? Nee, ich habe in der Zeit in meine Tüte geguckt, was wir alles so gesammelt haben. Dann stand er auch schon wieder an der Tür und hatte die Zigarette in der Hand. Und hat er dir gesagt, was du damit machen sollst? Ja, er hat gesagt, das wäre was ganz Cooles und dass ich das unbedingt ausprobieren soll. Das ist der Gipfel, das habe ich nicht gesagt! Setzen Sie sich mal ganz schnell wieder hin und jetzt will ich nichts mehr hören von Ihnen. Und schon gar nicht will ich einen Anlass bekommen, dass ich böhlen muss. Mann, ja. Wenn wir ein Kind vernehmen, ja? Also, wie hast du auf dieses Geschenk von Herrn Grubke reagiert? Naja, weil er gerade so nett war, habe ich mich nicht getraut, Nein zu sagen. Ich habe gedacht, er würde sonst wieder sauer. Ich war aber auch ein bisschen neugierig. Deswegen habe ich die Zigarette dann auch geraucht. Sie ganz allein geraucht? Ja, noch fast bis zum Ende. Ich musste zwar ganz doll husten, aber Herr Grubke meinte, dass ich doch schon ein richtiger Mann bin. Da könnte ich sie ruhig zu Ende rauchen. Das heißt, dann ist es richtig cool. Grubke war die ganze Zeit dabei? Ja, er hat gesagt, ich soll damit nicht rumlaufen, sondern ich soll sie gleich hier bei ihm rauchen. Dann haben wir uns alle auf die Bank in seinem Garten gesetzt. Ich habe das dann angezündet und geraucht. Und danach? Sind wir gegangen. Michelles Mama hat sie angerufen, damit sie heimkommt. Sie hat den nächsten Bus genommen. Sie war gerade weg, da ist mir richtig schlecht geworden. Ich habe es noch bis vor unser Haus geschafft. Dann ist mir auch noch schwindelig geworden. Ich bin hingefallen und habe ein paar Mal gekotzt. Mir war auch sonst total komisch im Kopf. Gott sei Dank hat meine Mama mich dann gefunden. Deine Mama hat dann auch den Notarzt gerufen, die hat auch die Polizei gerufen und der Polizei hat sie dann diesen Rest des Joints übergeben. Ja? Der ist im Labor untersucht worden und laut Laborbericht hat der ganze Joint wohl ca. 0,1 Gramm Tetrahydrocannabinol, das ist der Wirkstoff in Cannabis, besser bekannt unter THC, enthalten. Und genau das hat man auch in deinem Blut nachgewiesen. Und laut medizinischem Gutachten hast du unter extremer Übelkeit, unter Schwindel, Orientierungslosigkeit gelitten. Das sind so die typischen Symptome eigentlich bei Betäubungsmittelkonsum. Und du warst auch stark unterkühlt und du hast ja deswegen auch eine Lungenentzündung zugezogen. Gucken Sie mal, wie schlimm es mir da ging. Warum haben Sie das gemacht? Wir haben noch nur Süßes oder Saures gespielt. Der Grubke ist halt einfach ein Kinderhasser. Der freut sich ja noch, wenn er Kinder quälen kann. Ja, und Sie wollten dem Jonas mal so richtig Saures geben. Ne? Das hat Ihnen so richtig Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht, ihn da so am Boden zu sehen. Ach, so Quatsch, der stellt mich doch nur als Verbrecher da. Als ist das Verbrechen, was ich begangen habe, denen die Tür vor der Nase zugehauen. Und das kann ich sogar beweisen. Ach ja, und wie? Ja, die Kinder haben sich doch gerecht, weil ich denen nichts gegeben habe. Die haben mir die ganze Hauswand voll Eier beschmissen. Und ich habe das einen anderen Morgen gesehen und habe fotografiert. Können Sie sich mal angucken. Sehen Sie das? Was die gemacht haben? Hier. Ja? Das beweist, dass an ihrer Hauswand Eier waren. Ja, richtig. Aber es beweist doch nicht, dass Jonas das war. Das können doch zig andere Kinder gewesen sein, die sie ebenfalls abgewiesen haben. Genau, ich habe ihnen keine Eier ins Haus geworfen. Dafür ging es mir viel zu schlecht. Mhm. Herr Vorsitzender, würden Sie Jonas bitte mal fragen, ob er zuvor schon mal mit Drogen in Kontakt gekommen ist? Alkohol zum Beispiel? Überhaupt, hast du vorher schon mal was geraucht? Nein. Also auch keine normale Zigarette? Hast du schon mal Alkohol getrunken? Nee. Ha, hab ich doch gesehen, ja klar. Wo denn? Beim letzten Herbstfest, wie ich da hingekommen bin und sie eh mit seinen Schulkameraden, da habe ich schon so einen Hals gehabt. Und dann standen aber noch ein paar ältere Jugendliche dabei, die haben ihm eine Pulle Apfelkorn hingehalten. Der hat einen Zug am Leib gehabt wie sonst was. Und wo ich später mal pinkeln musste, steht der ein paar Meter neben mir, kotzt sich die Seele aus dem Leib. Es wäre also nicht das erste Mal, dass Jonas sich mit Drogen übernommen hatte. Jonas, ist das wahr? Nein, sowas trinke ich nicht. Noch weitere Fragen? Keine. Jonas, danke dir, das war's. Du darfst da hinten Platz nehmen. Dann hören wir mal die Leonie an. Leonie Hofmeier, bitte auch alle Fragen an Sie über natürlich mich zu stellen, nachdem sie 13 ist. Hallo Leonie. Hallo. Hallo Herr Grubke. Hallo Leonie. Also nimm mal hier Platz. Du bist hier heute Zeugin. Das ist was ganz Wichtiges. Und das Wichtigste daran ist, dass du nur die Wahrheit sagst. Also nichts dazu erfinden, nichts weglassen, was du weißt. Klar, oder? Ja, ich habe auch nicht vor zu lügen. Das hoffe ich doch. Du heißt Leonie Hofmeier, 13 Jahre, du wohnst in Ingolstadt. Du bist natürlich auch unverheiratet. Natürlich gehst du in die Schule. Verwandt, verschwägert mit dem Herrn Grubke?
Nein, Herr Krupke ist unser Nachbar. Jetzt wollen wir heute klären, ob der Herr Krupke am 31.10.2011, Halloweenabend, deinem Stiefbruder, dem Jonas, eine Zigarette mit Cannabis, also sprich einen Joint, gegeben hat. Also ich glaube nicht, dass Herr Krupke sowas gemacht hat. Jonas erzählt das doch nur. Der redet viel, wenn der Tag lang ist. Das heißt, ihr versteht euch wohl nicht so gut? Nein, ich bin immer ganz gut allein klargekommen mit meinem Vater und meinen zwei kleinen Brüdern. Meine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben, dann habe ich ihm geholfen, so gut es eben ging. Aber dann musste er sich ja unbedingt neu verlieben und heiraten. Das hat dir scheinbar nicht so gut gefallen, oder? Überhaupt nicht. Wir hatten es doch immer ganz gut zu viert. Jetzt sind wir 7. Es ist viel zu wenig Platz für jeden. Wir haben zwar angebaut, aber mein Zimmer muss ich mir jetzt trotzdem mit meiner Stiefschwester teilen. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Situation sicher nicht leicht für euch alle ist, für dich auch. Ja, und meine Stiefmutter, die bildet sich ein, dass sie mir sagen kann, was ich zu tun habe. Aber Jonas erst, der ist wirklich der Schlimmste. Er kann keine Sekunde ruhig sitzen, macht den ganzen Tag Terz. Er ist super laut, macht sich überall breit und hilft nie, wenn zu Hause Putztag ist. Ja, putzen ist halt was für Mädchen. Sehen Sie, super, auf so einen Stiefbruder kann ich verzichten. Ey, was ist denn das für eine Shovi-Ansicht? In so einer Patchwork-Familie, da muss jeder mal mit anpacken, oder? Und wenn es dich halt mal mit Putzen trifft, dann trifft es dich halt auch mit Putzen. Den Dreck machst ja auch du und nicht nur die Mädchen, oder? Mach ich ja auch. Leonie erzählt nur so Schlechtes über mich, weil sie neidisch auf mich ist. Ich neidisch auf dich? Also ich wüsste ja nicht, wieso. Weil ich nach dem Umzug an unserer Schule ganz schnell neue Freunde gefunden habe. Aber du hängst in den Pausen immer alleine ab, obwohl du schon ein paar Jahre auf die Schule gehst. Ach, die Leute an der Schule, die nerven mich sowieso, die brauche ich doch nicht. Mit so einem Streberkind wie dir will eh niemand was zu tun haben. Sitzt in den Pausen ja immer nur in der Ecke und lernst. Leonie ist die einzige von eurem Haufen, die was taucht. Die ist lieb, leise, nett. Die trägt mir sogar manchmal meine Einkäufe nach Hause. Aus der wird später mal was, aus dir bestimmt nicht. Für mich ist das ganz normal. Meine Mutter hat immer gesagt, sei nett zu Erwachsenen. Außerdem sind sie auch immer nett zu mir. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Herr Krupke etwas mit diesem Joint zu tun hat. Den hat sich Jonas sicher selbst besorgt. Jonas, auch wenn es dir nicht passt, was deine Stiefschwester ihr sagt, die Zunge bleibt drin, klar? Jetzt lass uns noch mal konkret über den Halloween-Abend sprechen. Ja? Du hast der Polizei erzählt, dass du am Abend bei einer Freundin übernachtet hast. Ja, da habe ich wenigstens mal ein bisschen Ruhe von dem Stress zu Hause. Wann bist du zu deiner Freundin gegangen? Also, so um 5 habe ich meine Tasche gepackt. Als ich dann in den Flur gegangen bin, bin ich über Jonas' Jacke gestolpert. Seine Schuhe, Taschen und Jacken, die liegen eigentlich immer überall rum. Nur nicht da, wo sie hingehören. Nicht jeder hat so einen Putzfimmel wie du. Jedenfalls wollte ich die Jacke dann an die Garderobe hängen. Ich habe sie gepackt. Und dann kam Jonas aus seinem Zimmer gerannt und hat sie mir weggerissen. Er ist ja nie besonders nett zu mir. Aber in dem Moment hat er mich so richtig angeschnauzt. Ich solle gefälligst meine Flossen von seiner Jacke lassen, weil ich mir sonst eine fangen würde. Hast du das wirklich zu Leonie gesagt? Nein, habe ich nicht. Feigling. Also wenn Sie mich fragen, dann hat er das nur gemacht, weil in der Jacke irgendwas drin war. Und das sollte ich nicht sehen. Wahrscheinlich war es der Joint. Er hatte Angst, dass ich ihn finde. Da waren keine Drogen drin. Ich war nur sauer, weil du wieder an meinen Sachen rumgefummelt hast. Ich hab deine Jacke nur aufgehoben. Quatsch, du hast in den Taschen gewühlt. Nur deswegen habe ich dich so angeschnauzt. Ich hatte keinen Joint. Also ich habe auf jeden Fall in deiner Tasche was von außen gefühlt. Herr Vorsitzender, würden Sie die Zeugin bitte noch fragen, wie sich das angefühlt hat, was sie da gespürt hat? Wollte ich gerade tun. Oh, Entschuldigung. Wieso fragt die Frau mich nicht selbst? Naja, weil vor Gericht die Fragen an Kinder nur der Richter stellen darf. Ja? Das soll den Stress dabei bei der Befragung verringern. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ja, kein kleines Kind, aber nach dem Gesetz ist man halt unter 14 ein Kind. Also, Sie können mich ruhig direkt fragen. Was ich da in der Tasche gefühlt habe, war etwas Weiches und etwas Hartes. Von der Form und der Größe her hat es sich wie eine Zigarette und ein Feuerzeug angefühlt. Jonas wollte für seine Michelle doch nur einen auf cool machen. Auf die steht er sowieso total. Genau, das ist auch meine Theorie. Und alles, was die Zeugin gesagt hat, bestätigt meine Theorie. Ja, Sie haben auch gehört, dass die beiden sich nicht ganz gut verstehen, Leonie und Jonas. Ne? Also mich würde auch nicht wundern, wenn hier vielleicht ein bisschen dick aufgetragen wird, um Jonas eins auszuwischen. Kann er kein Belastungseifer feststellen. Doch, Leonie hasst mich, weil ich überall beliebt bin. Die ist total neidisch auf mich, weil die keiner mag. Deswegen habe ich sie an Halloween auch nicht zum Süßigkeiten-Sammeln mitgenommen. Was? Das wäre mir doch viel zu kindisch. Ich bin ein bisschen zu alt, um mit euch bei anderen Leuten nach Süßigkeiten zu klingeln. Aber nicht zu alt, um noch mit deiner Barbie-Puppe zu spielen, oder? Ich habe dich nämlich neulich gesehen, als du mit der in deinem Zimmer gespielt hast. Halt die Klappe. Hey, jetzt reden wir über deine neue Stiefschwester. Das ist doch wahr. Ja, aber du musst doch verstehen, dass ihr sicherlich auch nicht leicht fällt. Die ganzen neuen Leute in ihrer Familie. Bitte, da hat er nicht unrecht, der Papa. Also noch Fragen an Leonie? Keine. Danke dir. Dann darfst du den Platz nehmen, du bleibst auch unvereidigt. Andrea Fritsch, bitte. Guten Tag, Frau Fritsch. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Danke.
muss sie belehren, dass sie hier als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sie strafbar. Sie heißen Andrea Fritsch, 31 Jahre alt, sie wohnen in Ingolstadt, sie sind verheiratet, sie sind Kassiererin im Supermarkt, verwandt, verschwägert mit Herrn Krupke. Nein. Und so einen fiesen Kinderhasser würde ich auch nicht in der Familie haben wollen. Ich kenne niemanden, der Kinder so verabscheut wie Herr Krupke. Ich hab nichts gegen Kinder. Ich kann nur diesen unheimlichen Lärm nicht ab. Der bereitet mir richtig körperliche Schmerzen. Ist das irgendwie medizinisch belegt? Ach, ich will doch nur sagen, dass mir Kinder unheimlich an den Nerven gehen, wenn die so rumplären. Aber Leonie zum Beispiel, das ist ein richtig liebes Mädchen. Leise, nett, genauso wie Kinder sein müssen. Ach, im Gegensatz zu meinen Kindern, oder wie? Haha, allerdings. Wie ich weggezogen bin bei mir, wo mir neben mir ein Kindergarten offen gemacht hat, habe ich gedacht, ich hätte meine Ruhe. Was habe ich stattdessen gekriegt? Terrornachbarn! Tag und Nacht Theater an den Backen. Soll ich jetzt wieder umziehen oder was? Ja, bitte! Ganz ehrlich, wie krank muss denn jemand sein, dass er extra wegen dem Kindergarten umzieht? Ja, mir bleibt doch gar nichts anderes übrig. Heutzutage ist es doch legal, Lärm zu machen. Jetzt Entschuldigung. Lärm gehört zu Kindern einfach dazu, oder? Das brauchen Kinder. Da muss man Kindern auch ein bisschen Spielraum einräumen, oder? Das sieht auch der Gesetzgeber übrigens so. Seit 2011 hat man das Bundesemissionsschutzgesetz sogar geändert und seitdem gilt Kinderlärm nicht mehr als schädliche Umwelteinwirkung. Das heißt, mit Klagen gegen Lärm, der von Kindern in Schulen, in Kindergärten ausgeht, da wird man in Zukunft kaum noch eine Chance haben, ja, mit einer Klage durchzudringen. Und das ist auch gut so. Es gibt keine stummen Kinder. Und sowas will auch keiner. Und wenn Sie das anders sehen, dann stimmt bei Ihnen was im Kopf nicht. Meine Güte, Sie waren doch auch mal ein Kind. Ich will aber wegen sowas keine Magengeschwüre kriegen. Mir hat euer Baulärm schon gereicht, wo ihr umgebaut habt. Wochenlang muss ich das ertragen. Und dann, wie Sie mit Ihrem Sohn umgehen. Verhätscheln und vertätscheln den dank Ihrer anti-autoritären Erziehung. Mag sein, dass wir da unterschiedliche Auffassungen haben, aber deswegen können Sie meinen Sohn doch nicht mit Drogen vergiften. Da hätte wer weiß, was passieren können. Ich hab Jonas keine Drogen gegeben. Die Polizei hat bei meinem Mandanten alles durchsucht und kein Cannabis gefunden. Ja, das raucht er sicherlich auch nicht selber. Das hat er alles meinem Sohn in den Joint gedreht. Jetzt kommen wir mal zum Halloween-Abend. An dem Abend waren Sie, zumindest laut Ihrer polizeilichen Aussage, auch daheim. Ja, ich war in der Küche. Ich habe mir den ganz kleinen Halloween-Kürbis ausgehöhlt und Papierhexen gebastelt. Mhm. Haben Sie irgendwas von dem Treiben am Nachbarhaus mitbekommen? Nein, ich war beschäftigt. Außerdem verläuft zwischen unseren beiden Grundstücken eine Hecke. Das heißt, ich kann von meiner Küche gar nicht direkt zu Herrn Krupkes Haus rübersehen. Ich habe erst angefangen, mir Sorgen zu machen, als Jonas schon recht lang weg war. Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut und sie, wie er da liegt, in seinem Vampirkostüm auf der Wiese vor unserem Haus. Mhm.